Hallo, wie versprochen habe ich diese Woche das Video für dich, wo die Frage war, wie kann ich Arm- und Schultermuskulatur kräftigen, um bei Paul besser zu werden. Wie du von letzter Woche ja schon weißt, ist es wichtiger, die größere Muskulatur zu kräftigen, Schultern, Rotatorenmanschette, ja, aber rund um Oberkörper große Muskulatur und nicht die Arme. Und dazu zeige ich dir jetzt Übungen. Komm in den Vierfüßler, bring die Hände direkt unter die Schultern, streck die Beine in Verlängerung mit dem Oberkörper, kipp das Becken vor, zieh den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule und spann den Gesäß an. Nun führ die Schulterblätter zueinander und auseinander. Achte darauf, dass deine Arme gestreckt bleiben. Ist dir die Übung zu schwer, komm auf die Knie und führ genau die gleiche Bewegung durch. Die Hände sind wieder unter den Schultern, streck die Beine in Verlängerung mit dem Oberkörper, kipp das Becken vor, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, spann den Gesäß an und bring nun abwechselnd ein Knie und das andere zum Boden. Ist die Übung zu schwer, versuch die Plank so lange wie möglich zu halten. All-time favorite Push-Up. Bring die Hände weit nach vorne, breiter als schulterbreit, Hüfte vor, Becken nach vorne kippen, Bauchnabel fest zur Wirbelsäule ziehen. Nun Arme beugen und strecken, sodass du mit der Brust den Boden kurz berührst. Ist dir die Übung zu einfach? Starte aus der Plank-Position, die Arme wieder breiter als schulterbreit und genau gleiche Übung. Wenn dir unser Video gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe einen Kommentar, teile es mit deinen Freunden, abonniere den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Trainieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Bussi, Baba.